Servus, liebe Leute, heute gibt es ein besonderes Video, da heute Freitag der 13. ist. Und was würde da besser passen als gruselige Fakten? Es war der 20. Juli 2011 in einem Handyshop in England um 1:45 Uhr. Plötzlich erscheint eine mysteriöse weiße Gestalt im hinteren Teil des Raums. Diese Gestalt blickt zur Kamera und verschwindet daraufhin wieder. Bis heute ist dieser Fall ungelöst. In der Ruhr-Universität in Bochum, also in Nordrhein-Westfalen, soll seit vielen Jahren ein Dr. Hajo sein Unwesen treiben. Ein ewiger Student, der an seiner nie enden wollenden Doktorarbeit schreibt. Frankenstein war der erste Horrorfilm der Welt. Jetzt wird's gruselig. In Istanbul gibt es eine Zeichnung aus dem 10. Jahrhundert, die die Erde aus dem Weltall zeigt. Das Stanford Research Institute hat einen Mann gefunden, dessen Körper im Dunkeln leuchten kann. Auf einem Büroschreibtisch befinden sich 400 mal so viele Bakterien wie auf einer Toilette. In Facebook gibt es rund 20 Millionen Geisternutzer. Das sind Tote, die nach ihrem Tod nicht gelöscht wurden. Tom und Jerry haben in ihrer letzten Folge Selbstmord begangen. Sie setzten sich auf ein paar Gleise und warteten dann auf den Zug. Auf dem Mount Everest liegen bis zu 200 Leichen. Im Jahr 1911 wurden in England drei Männer wegen der Ermordung von Sir Edmund Berry zu Greenbury Hill hingerichtet. Sie hießen Green, Berry und Hill. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser kurzen Folge mit den gruseligen Fakten passend zum Freitag, dem 13. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt's unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, das euch jetzt bevorsteht. Und ansonsten haut rein.